Hallo zusammen. Heute ist er mal ein bisschen erkältet, deswegen ist hier auch ein Tee am Start. Ich finde es überaus frech, im Sommer erkältet zu sein. Das finde ich irgendwie nicht okay. Sehr überflüssig. Man schwitzt eh und dann ist einem noch so heiß von der Erkältung irgendwie mit ein bisschen Fieber. Super Kombination. Ich hasse alles daran. Aber da müssen wir jetzt durch. Wir trinken Tee und kriegen dieses Video einfach gut über die Bühne. Und nächste Woche geht es uns hoffentlich wieder besser, sodass wir hier in voller Gesundheit sitzen und wieder ein bisschen mehr Spaß haben. Aber keine Sorge, ich habe auch bald Urlaub. Da kann ich dann auch so richtig krank werden. Ja, apropos Urlaub. Ich bin auch auf der Suche nach ein paar guten Büchern. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr so in letzter Zeit gelesen habt, was ihr sehr gut fandet. Ich kann auch mal wieder, glaube ich, ein Buchvideo machen, wo ich so über die Bücher rede, die ich in letzter Zeit gelesen habe und wie ich die so fand. Da waren einige in letzter Zeit, glaube ich, dabei. Also, was heißt einige? Es waren so vielleicht 5 Stück, die ich gelesen habe. Aber da können wir gerne mal drüber reden. Also schreibt mir gerne mal eure Empfehlungen in die Kommentare. Und ich erzähle euch jetzt, was heute der Plan ist. Ich habe hier eine Kiste. Ich bin nämlich sehr stolz auf mich. Ich habe es nämlich mittlerweile geschafft, meine Nagellacksammlung auf diese eine Kiste hier zu reduzieren. Aber in letzter Zeit habe ich immer wieder gedacht, oh, die Person da drüben, die hat so schöne Nägel. Ich habe diese Farbe nicht. Ich würde mir auch gerne was Neues kaufen. Habe mich aber bisher immer beherrscht. Und jetzt habe ich entschieden, ich werde hier einfach ein paar aussortieren. Und dann kann ich auch wieder was Neues nachkaufen. Ich finde, das ist ein fairer Deal. In der Vergangenheit habe ich es dann immer so gemacht, dass ich nach Farben sortiert habe und geguckt habe, von welcher Farbe möchte ich wie viele haben, bla bla bla. Heute machen wir das Spiel ein bisschen anders. Ich werde einfach zufällig irgendwelche Farben hier rausziehen und dann die Farbe einfach auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten und alles, was nicht, also was schlechter als eine 7 ist, wird aussortiert und was über einer 7 ist, darf bleiben. Mal gucken, wie das funktioniert. Vielleicht wird das ein System, was in Zukunft für mich besser klappt. Und ja, dann fangen wir einfach damit an. Ich gucke auch gar nicht groß hin, was ich rausziehe. Und wir starten damit. Ich glaube, das ist an sich eine schöne Farbe. Es ist von Trend It Up, so eine Glitzerfarbe. Aber mag ich die auf meinen Nägeln? Ich glaube nicht. Ich glaube, das wäre tatsächlich nur eine 6 und damit müsste ich die aussortieren, ne? Ja, oh well. Dann guck mal, das erste schon direkt raus. Ich habe auch so das Gefühl, ich möchte dieses Video nicht übermäßig in die Länge ziehen, denn so, je schneller ich hier fertig bin mit der Arbeit, desto früher kann ich mich auch wieder hinlegen und ausruhen. Und das, finde ich, klingt sehr verlockend, deswegen möchte ich hier auch relativ schnell durch, kurz und schmerzlos, mal gucken, wie lange das anhält. Oh, hier noch ein Trended Up. Witzig, dass ich zwei hintereinander ziehe. Das ist die Farbe 070 und das ist so ein Orange-Rot. Ich glaube, die Farbe ist mir aktuell zu knallig. Die würde ich nicht tragen. Vielleicht auf den Füßen. Aber finde ich sie so geil? Ich glaube, das wäre auch nur so eine 5 oder 6. Und damit müsste ich die auch aussortieren. Ich kann euch nochmal vom Namen zeigen. Hier, das war die Blau. Shimi-Shimi. Und das ist das Rot. Ja, damit ist die auch aussortiert. Mensch, das geht schnell. Oh, das finde ich eine sehr schöne Farbe. Das ist von Annie. See you soon. Das ist so ein Blau. Und das finde ich richtig, richtig schön. Das ist auf jeden Fall eine 8 oder 9, würde ich sagen. Darf also bleiben. Als nächstes habe ich einfach nur den Topcoat von Essence Speedy Dry 45 Sekunden. Ich glaube nicht, dass der in 45 Sekunden noch trocknet. Der braucht doch schon länger, aber wenn er mal trocken ist, hält der ganz gut. Bin ich ganz zufrieden mit. Und der bleibt auch erstmal. Ich glaube auch, weil ich keinen anderen Topcoat mehr habe. So, dann der hier, Manhattan Quick Dry 60 Seconds. Das ist so ein ganz, ganz dunkles Blau. Und ich finde die Farbe sehr, sehr schön. Aber ich glaube, dieser Nagellack ist Schrott, weil er nicht trocken wird. Und jedes Mal, also da kann ich stundenlang irgendwie ruhig sitzen und dann denke ich so, okay, jetzt ist er trocken und dann habe ich doch irgendwie eine Macke drin oder den Abdruck von der Bettdecke drauf oder sowas. Und damit wird er auch aussortiert. Damit kommt er auch nicht über einen 7er Ranking und wird aussortiert. Oh, das finde ich auch eine sehr, sehr schöne Farbe. Ist von Essence. Was ist denn das für eine Farbe? Everybody Say Yeah. So ein helles Grün, Mintfarben würde ich sagen. Ja, eine 7 ist es schon. Also es ist jetzt nicht meine absolute Lieblingsfarbe auf den Nägeln, aber ich finde die schon schön.
Kann man machen. Ist eine 7 und darf damit bleiben. Ah, noch ein Essence. This is me. 04 Crazy. Ich glaube, die Farbe gibt es auch gar nicht mehr. Es kann sehr, sehr gut sein, dass es sehr viele von diesen Farben gar nicht mehr gibt. Mag ich als so eine Alltagsfarbe eigentlich ganz gerne. Ich finde, die steht meinem Hautton ganz gut. Also auf den Nägeln sieht die sehr schön aus. Ist eine 8. Darf bleiben. Oh, den liebe ich. Das ist wirklich einer von meinen Lieblingsfarben. Liebsten Lieblingsfarben. Ja, wie immer, können wir Deutsch sehr gut. Und zwar von Annie, Lilac Powder. Und es ist so ein ganz helles Lila, Fliederfarben fast schon. Und finde ich sehr schön. Also das ist auch so eine 9 oder 10. Darf auch auf jeden Fall bleiben. Die Annie Nagellack. Nagellack, wo kam das her? Die Annie Nagellacke finde ich sehr, sehr gut. Die halten sehr lange und trocknen auch recht schnell. Von daher, die finde ich echt gut. Das ist einer von Korea. Ich glaube, Etude House ist das. Ja, das ist so ein dunkles Grün. Und ich glaube, das ist einer, der auch schon nicht mehr trocken wird. Ich glaube, den hatte ich vor kurzem drauf. Hatte ich den oder einen anderen drauf? Ich weiß es nicht mehr. Die Farbe finde ich so, schon sehr schön. Ich müsste den nochmal ausprobieren, glaube ich. Weil farbenmäßig wäre das schon eine 7 oder 8 und müsste damit bleiben. Aber ich weiß nicht mehr, wie die Performance von dem ist. Wir behalten den mal noch. Und ich gucke in nächster Zeit mal, dass ich den benutze und gucke, wie ich den auf den Nägeln finde. Dann haben wir hier noch einen von Annie, Part of You. Das ist so ein goldener Farbton. Und den benutze ich ab und an, wenn ich so einen Akzent nageln möchte. Also weißt du, wenn so alle in einer Farbe sind und dann der Ringfinger ist in diesem Farbton. Oh, bist du über einer 7? Doch, ich mag den schon ganz gerne. Was ich bei dem auch ganz gerne mag, ist, wenn, Lifehack, wenn der Nagel vorne schon so absplittert, die Nagellackfarbe, dann nehme ich den und einen Schwamm und tupfe es dann einfach vorne so drauf. Dann muss man sich nämlich nicht den ganzen Nagel neu lackieren, sondern kann es einfach überdecken und hat dann wieder wie frische Nägel. Das mache ich eigentlich auch ganz gerne. Habe ich schon länger nicht mehr gemacht tatsächlich, aber dafür benutze ich den ganz gerne. Und damit landet der schon auf einer 7, würde ich sagen. Kann also bleiben. Was ging so gut los? Ich dachte, es kommen so viele weg. Dann haben wir hier einen roten ohne irgendwas draufstehen. Luna Cosmetic. Sagt mir gar nichts. Das ist einfach so ein roter Lack. Und die Farbe finde ich sehr schön. Kann mich aber nicht mehr daran erinnern, wie der war. Und ich glaube, es kommen noch andere. Den sortieren wir aus und dann gucken wir, was noch kommt. Vielleicht kommt er dann nochmal zurück. Vielleicht hat er nochmal ein Revival, wenn ich merke, oh, bei den roten Lacken, da sind doch andere, die ich lieber aussortieren möchte. Aber der fliegt jetzt erstmal raus mit einer knappen 6. Dann haben wir als nächstes diesen goldenen hier von Uma. Das ist eigentlich der zweite Kandidat, weil das ist eher so ein Kupfer-Bronze-Ton und den vorne drauf tupfen mag ich eigentlich auch ganz gerne. Da müsste ich auch mal nochmal ausprobieren, ob der noch gut ist, aber aktuell würde der auch mit einer 7 noch im Ranking weiter oben landen und damit bleiben. Ja, den heben wir mal noch auf. Dann den hier. Aha. Von dem bin ich mega enttäuscht. Das ist von Catrice Icon Nails Gel Liqueur. Bloody Mary to go. Und eigentlich finde ich diese Farbe unfassbar gut, aber erstmal hier dieser Deckel. Was soll das? Und dann hat die Farbe auch überhaupt nicht gehalten. Es hat ewig gedauert, bis die trocken war. Es hat für mich leider gar nicht funktioniert. Und dementsprechend werde ich den aussortieren. Nicht wegen der Farbe, weil die Farbe ist eine 10 von 10, sind wir mal ehrlich, das ist ein richtig schönes Rot. Aber die Performance ist leider nur eine 1 von 10. Und damit leider unterdurchschnittlich schlecht. Dann haben wir einen Color Show Maybelline. In so einem Dunkelrot finde ich auch richtig, richtig schön. Burgundy Kiss ist die Farbe. Habe ich auch schon sehr lange nicht mehr benutzt. So ein dunkles Rot ist schon schön. Behalte ich mal. Mit einer 7 landet der noch auf der behalten Seite. Dann, oh, das ist einer, den muss ich leider aussortieren. Das ist so ein richtig schönes dunkles Blau. Aber das hat leider überhaupt nicht mehr gehalten auf den Fingern. Also das hat ewig gedauert, bis es trocken war. Und ja, hat dann auch nicht wirklich gehalten. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es zu dick aufgetragen oder was auch immer, aber muss ich leider aussortieren, hat überhaupt nicht für mich funktioniert. Dann
Das ist ein Anilac und ich mag die ja sehr gerne, habe ich gerade schon gesagt. Das ist Crazy Flamingo. Ich finde die Farbe auch eigentlich ganz cool, aber finde ich die auf meinen Fingernägeln cool? Das ist die Frage gerade. Das ist halt so ein Flamingo-Farben. Wenn ich mir die Farbe so angucke, finde ich sie sehr schön, aber wenn ich mir so das an meinem Nagel vorstelle, ne, ich halte mir das dann immer so davor, dann finde ich das nicht so cool. Und damit muss ich den, glaube ich, aussortieren. Oh, das ist sehr schade. Oh. Aber doch, der wird aussortiert. Dann Gel Rehab Damaged Nail Recovery Nail. Das ist einfach so ein Lack, der die Nägel pflegen soll, wenn die kaputt sind. Und ich hatte eine Zeit vor so ein, zwei Monaten, wo ich wirklich viele von diesen Nagellacken auch ausprobiert habe und gucken wollte, welcher gefällt mir noch. Und nach dieser Zeit waren die sehr kaputt und dann war ich ganz froh, dass ich den hier hatte. Aber ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob der wirklich so viel gebracht hat. Ich heb den mal auf, ich benutze den noch ein paar Mal, weil meine Nägel aktuell wirklich auch kurz sind. Da könnte so ein bisschen Unterstützung zusätzlich doch ganz gut sein. Und dann gucken wir mal in den nächsten zwei, drei Wochen, wie der sich so verhält und ob ich den gut finde oder nicht. Und dann sortieren wir den entweder noch aus oder brauchen den auf. Oh, das ist auch so ein Nagellack. Den muss ich leider aussortieren. Das ist so ein Nail Hardener. Aber wie ihr seht, ne, den habe ich schon ganz gut aufgebraucht. Und das typische Problem bei Nagellack, wenn man den so ein bisschen aufgebraucht hat, dann kommt dieses Pinselchen beim normalen Gebrauch nicht mehr so richtig in den Lack rein. Also ich kann den vielleicht noch zwei, dreimal benutzen. Ja, das mache ich noch. Ich benutze den noch zwei, dreimal und dann wird der aussortiert. Weil eigentlich finde ich den nicht schlecht, aber der ist schon so gut wie leer. Beziehungsweise nicht mehr nutzbar. Also den heben wir noch auf. Ich benutze ihn jetzt zwei, dreimal und dann kommt er weg. Wie haben wir denn hier noch? Oh, wir haben ja noch so viele. Oh mein Gott. Noch so ein dunkelrot. Den habe ich benutzt. Das ist ja der gleiche hier wie dieser dunkelblaue. Die habe ich beide benutzt, um zu gucken, wie ich die Performance finde. Und den roten fand ich gut. Überraschenderweise hat der sehr gut gehalten. Der ist sehr gut getrocknet. Die Farbe finde ich richtig, richtig schön. Dieses dunkelrot finde ich super. Und mir fällt gerade auf, der ist wahrscheinlich auch sehr ähnlich, diese beiden hier. Und dann ist ganz gut, dass ich den hier aussortiere und den behalte. Dann haben wir noch so eine Farbe, bei der ich unschlüssig bin. Annie Coral Reef. So ein Korallrot, aber schon eher ins Orange gehende. Ach, ich glaube, der ist mir so ein bisschen zu neon. Wenn der ein bisschen dunkler wäre, fände ich den, glaube ich, ganz cool. Aber in der Farbe trage ich den wahrscheinlich nicht mehr. Der ist auch schon ein bisschen älter, tatsächlich. Also die Trendfarbe ist es halt aktuell auch nicht mehr, ne? Ich glaube, den sortiere ich aus. Oh, das fällt mir sehr schwer. Nee, komm, sortiere mal aus. Den hier. Noch so ein roter, der auch nicht mehr richtig trocknet und damit leider weg muss, auch wenn die Farbe gut ist. Ist von Manhattan 44S. Also auch so ein klassisches Rot eigentlich, aber wie gesagt, der trocknet nicht mehr. Und damit schafft er kein 7 oder mehr Ranking und wird damit aussortiert. Soft Matte Trended Up, dunkelrot, lila Farbton. Muss ich sagen, gucke ich an und gefällt mir gar nicht mehr so gut. Also der kommt vielleicht auf eine 5 oder so, wird aussortiert. Dann habe ich noch nie benutzt, ehrlich mal. Das ist so ein rosaner Farbton. Da dachte ich auch, der war in einer Glossybox oder sowas drin. Und eigentlich, als ich den schon rausgezogen habe, dachte ich so, ist nicht so ganz meine Farbe. Und nachdem ich den jetzt auch kein einziges Mal verwendet habe, ist das wahrscheinlich wirklich nicht meine Farbe und wird aussortiert. Sowas finde ich ja immer sehr, sehr schön, aber praktikabel ist es überhaupt nicht. Denn so Glitzerpartikel wegzubekommen, ist quasi unmöglich. Also wenn man das einmal auf den Nägeln drauf hat, das bleibt auch die nächsten 5 Jahre drauf. Beziehungsweise man macht sich den Nagel so kaputt, wenn man die wegmachen möchte. Und deswegen werde ich die aussortieren. Weil mir dann meine Nägel doch wichtiger sind, als dass es schön ausschaut. Mit Glitzer drauf. Dann habe ich hier noch einen roten Sharp Atmosphere von Annie. Das ist so ein kleiner. Und ich glaube auch, dass da nicht mehr so viel drin ist und der wahrscheinlich demnächst leer werden wird. Aber ich finde die Farbe sehr, sehr schön. Das heißt, ich werde den noch so zwei, dreimal benutzen. Vielleicht nehme ich den in Project Pan mit auf. Und wenn der leer ist, kommt er weg. Aber so bleibt er nochmal. Miss Corp. Ich glaube, das war auch irgendeiner, der irgendwo drin war. Sagt mir überhaupt nichts, die Marke auch, ne? Finde ich die schön? Auch nicht mehr. Komm.
Ist keine 10 von 10, also weg damit. Jetzt haben wir zwei rausgezogen. Wir haben einmal so einen hier von Kiko. Den finde ich eigentlich ganz cool. Der schimmert so ganz nice. In Kupfer. Wie heißt denn du? Hast du eine Nummer? 134. Smart Fast Dry Nail Liquor. Der ist sehr flüssig noch. Das finde ich cool eigentlich. Ja, den werden wir mal ausprobieren und gucken, wie der sich verhält. Finde ich sehr schön. Die Farbe sagt mir sehr zu. Also das ist eine 8-9. Die finde ich sehr cool. Mal gucken, wie es auf den Nägeln ausschaut. Und dann einer von Essie, der mir zu knallig ist. Das ist so ein richtig krasses Pink. Watermelon. Kommt mir nicht auf die Nägel. Wird aussortiert. Dann haben wir hier, das ist einer, den liebe ich. Private Party von Annie. Das ist so einer, den ich gerne im Herbst und Winter drauf habe. Ist auch so eine rote, dunkle Farbe, aber hat manchmal so einen Schimmer mit drin. So je nachdem, wie das Licht drauf fällt, ist es dann auch eher so ein bisschen lila oder so ein bisschen bläulich. Also eine sehr, sehr coole Farbe. Das ist auch 10 von 10. Der ist richtig cool und hält auch richtig gut. Und hat auch so ein bisschen einen Matt-Finish. Sehr cool. Dann Love and Live. Ist jetzt nicht so eine Burner-Farbe, ne? Nee. Ist nur eine 4. Gefällt mir nicht. Kommt weg. Dann, der lag sehr lange auf der Seite anscheinend. Von Essie. Was bist du? Shearling Darling. Ist auch einer, den ich schon ewig habe. Auch so ein dunkelrot. Ich glaube, den finde ich immer noch ganz gut. Ich glaube, der trocknet auch immer noch ganz gut. Ja, den heben wir jetzt auch erstmal noch auf. Ist vielleicht gerade aktuell eine 7. Mal gucken, wenn ich den benutze, wie ich ihn dann noch finde. Ob es dann eher Richtung 6 oder 5 tendiert oder eher Richtung 8, 9. Behalten wir mal. Dann haben wir hier ein Matte & More Top Coat von Catrice. Den macht man auf einen normalen Nagellack obendrauf, damit der matt wird. Habe ich in letzter Zeit echt nicht verwendet. Aber ich mag diesen matten Look eigentlich bei Nägeln ganz gerne. Muss ich mal ausprobieren wieder, ob ich das immer noch gut finde. Kann ich nämlich aktuell gar nicht sagen. Aber so generell finde ich es eigentlich schon ganz cool, matte Nägel zu haben. Jetzt schmeiße ich den hier halt durch die Luft. Wird ausprobiert und dann schauen wir mal, wie ich den finde. Haben wir noch eine knallige Farbe. Cute as a Button von Essie. Und auch die ist mir eigentlich mittlerweile zu knallig und wird aussortiert. So, Essie, Forever Yummy ist ein klassisches Rot und ich finde die Farbe sehr, sehr schön, gefällt mir richtig gut. Auch der bleibt, weil das so eine 8 oder 9 ist, also so ein klassisches Rot, finde ich doch schon sehr schön. Dann den finde ich eigentlich auch ganz cool, das ist auch so einer als Spezialfarbe wie dieser goldene hier oder auch dieser hier. Finde ich in der Kombination mit anderen Farben eigentlich immer ganz schön und darf daher auch bleiben. Und dann kommen wir zum letzten Nagellack. Und der ist schon sehr, sehr alt und hat auch so einen komischen Schimmer drin. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht auf der Kamera. Aber da ist wie so ein gelber Schimmer mit drin. Finde ich nicht so schön. Ja, ist keine 7 mehr und auch nicht höher, sondern eher drunter. Wird aussortiert. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. War eine richtig gute Idee, das so zu machen. Und jetzt schauen wir mal, ich zähle mal durch, wie viele gehen und wie viele bleiben. Also es waren insgesamt 36 Nagellacke und das finde ich schon krass, dass es noch so viele waren. Wobei ich ja schon echt häufig aussortiert habe. Und ich kann jetzt aber sagen, 17 verlassen mich und 19 bleiben. Und das zeigt sich auch hier in der Stachel ganz gut. Man sieht, die ist nur noch halb voll. Das heißt, da ist ein bisschen Platz, dass ich mir vielleicht die ein oder andere Farbe kaufe. Aber ich habe auch festgestellt, dass da einige drin sind, wo ich so denke, mag ich die überhaupt noch oder nicht? Muss ich mal ausprobieren. Das heißt, da sind auch einige drin, die ich jetzt in nächster Zeit mal ausprobieren muss und gucken muss, ob mir die auf den Nägeln gefallen, wie die so performen. Und die dann eventuell auch noch aussortiert werden. Und ja, das macht mich schon sehr happy, wie viele da jetzt eigentlich gehen dürfen. So, ich kann jetzt noch einen schnellen Breakdown machen, was eigentlich geht. Wir haben einen Topcoat mit so Glitzer-Sachen. Das war auch der letzte, den ich noch hatte. Dann haben wir drei Stück in so Blautönen, die gehen. Zwei, die so braun-beige irgendwie sind. Einer in so einem Pinkton. Und dann eigentlich der größte Teil ist rot.
Hier, ich kann euch das gar nicht so richtig zeigen. Aber hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 rote Nagellacke, die aussortiert werden. Und ja, das ist alles, was geht. Ich gucke jetzt gerade nochmal die Farben an und denke mir bei keiner, oh nein, die muss bleiben. Oder die muss ich mir wieder besorgen. Von daher habe ich da ein ganz gutes Gefühl mit. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch mehr solcher Videos sehen wollt, dann abonniert auch gerne meinen Kanal. Ich sortiere immer mal wieder Sachen aus und nehme euch da mit. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, ciao!